Mein Name ist Martin Heuwold. Ich bin freischaffender Künstler, Schwerpunkt Graffiti Art. Bin jetzt 33 Jahre alt, lebe in Wuppertal mit meiner Familie und ja, mache meine Arbeit gerne. Und zwar habe ich erst recherchiert, welche Komponenten sind für die Krippengeschichte oder für dieses Krippenspiel wirklich wichtig. Und die Aufgabenstellung war ja, das Ganze in 4 Wochen umzusetzen, bis zum 24. und auch eine Art Geschichte zu entstehen, also eine Art entstehen zu lassen, also eine Art Reise, die da stattfindet. Die Aktion an sich, die finde ich einfach auch gut. Die Leute, die das machen und so wie der Herr Kleine mich gefragt hat, das fand ich sehr sympathisch und das ist mir einfach auch lieb. Dieses Projekt, das, was da stattfindet, finde ich super. Aber dass da einfach auf diesem Platz etwas Großes draufsteht, was nach Krippe aussieht, woran die Menschen vorbeigehen können, was bespielbar ist und nicht nur in Miniatur, so wie die Leute das so im Wohnzimmer stehen haben, das alleine macht ja das Ganze zu einem außergewöhnlichen Projekt. Und ich denke, das ist auch das Wichtigste. Die Kommunikation, die da stattfindet, auf dem Platz auch. Die Geschichte an sich so finde ich natürlich gut. Ich habe ja selber Kinder und ich mache ja Weihnachten, ich mache ja mit. Es ist ja nicht so, dass ich sage, nein, ich glaube nicht, wir schließen uns da jetzt aus. Nein, ganz im Gegenteil. Ich vermittle meinen Kindern ja auch, wie es zu der Weihnachtszeremonie kommt und wie es zu der ganzen Geschichte gekommen ist und wie das alles zusammenhängt, dass dann heute Weihnachten gefeiert wird. Selbst kein Mensch, der in die Kirche geht und auch, sag ich mal, nichts dafür oder dagegen hat. Ich finde das schön, dass es sowas gibt wie die Kirche, katholisch oder evangelisch oder andere Glaubensrichtungen oder Gemeinden, weil sich da immer wieder auch Menschen treffen. Ich persönlich bin mehr damit beschäftigt, an mich selbst zu glauben, weil ich davon ausgehe, nur wer an sich selber glaubt, kann auch wirklich glaubwürdig nach außen treten, also ähnlich wie mit der Liebe wahrscheinlich. Wer sich selbst liebt, kann auch wirklich Liebe geben. Also die Kirche muss ja erstmal nach außen, die muss ja erstmal wahrgenommen werden. Wie soll man also jemandem entgegentreten, der zum Beispiel, grausames Beispiel, den ganzen Tag vorm Computer sitzt und Spiele spielt? Oder jemand, der zur Schule geht und danach überhaupt keine Zeit mehr hat, der dann nichts mehr wahrnimmt, außer seinen Freundeskreis, seine Clique abends am Wochenende weggeht. Es gab ja mal Zeiten, wo die Kirche mehr Zulauf hatte. Da war es einfach anders, da gab es andere Freizeitbeschäftigungen, da gab es keinen Computer, da war die Gemeinde oder die Kirche war einfach ein Treffpunkt. Da ging es gar nicht mal unbedingt um den Glauben, um diese Ideologie, die da vertreten wurde, sondern es gab einfach kein anderes großes Haus im Dorf, wo sich die Menschen hätten treffen können. Ob sie jetzt besonders fromm sind oder nicht, spielt dabei ja gar keine Rolle. Nur heute können sich die Leute ja überall treffen. Es ist ja ein Überangebot. Jede Disco will Full House haben abends. Jeder Internetprovider möchte neue Kunden gewinnen. Jedes Spiel will gespielt werden. Jedes Handy muss bedient werden. Wo soll da noch der Platz sein, in die Kirche zu gehen? Also ich meine jetzt mal im Ernst. Und wenn man die Leute erreicht, wo will man sie dann erreichen? Dann muss man sich wahrscheinlich im Internet platzieren und irgendwie ein katholisches Ballerspiel auf den Markt bringen. Vielleicht ist das eine Taktik. Dann geht es nicht um die Ideologie oder um den Inhalt, ist ja klar. Dann geht es erstmal darum, wahrgenommen zu werden. Die Frage ist nur, will man nur wahrgenommen werden oder möchte man ernst genommen werden?
Man muss dabei ganz speziell darauf achten, mit welcher Aktion will man sich wo platzieren. Graffiti an sich, da ist, glaube ich, gar nichts gegen einzuwenden. Nur es kommt dann darauf an, was entsteht dabei und wen möchte man überhaupt erreichen und wie möchte man die Menschen erreichen. Vielleicht sollte man sich grundsätzlich die Frage stellen, ob die Menschen sich generell einfach so weit geändert haben, dass sie in der Gesellschaft so viele andere Möglichkeiten haben und deshalb vielleicht die Kirche gar nicht mehr aufsuchen, gar nicht mehr wahrnehmen, dass es da noch etwas gibt, was schon immer da war. Also ich denke, viele, die sehen den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht mehr. Also vielleicht gibt's auch solche Einrichtungen manchmal. Vielleicht wird denen auch in der Gesellschaft eigentlich auch der Boden entzogen.